Hallo und willkommen zum zweiten Teil von dem Reflow-Ofen. Heute mal das Übliche, wir schrauben ihn auf, weil es gibt ja nichts, was ich nicht aufschraube. Ich habe die Sicherung rausgemacht, also ich habe hier definitiv keinen Strom drauf. Einfach mal, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass ich mich nicht dabei töten werde. Und jetzt schauen wir mal da unten rein. Hier sind eine ganze Handvoll Schrauben drauf, deswegen auch mal ausnahmsweise mit dem Akkuschrauber. Wir schrauben das ganze Ding jetzt mal auf und schauen, was drin ist. Dann werfen wir mal einen Blick rein. Das ganze Teil kommt ja von hinten stromtechnisch hier vermutlich mal an. Und wir schalten das Ganze hier mit einem Schütz ein. Also der hat wirklich einen Schütz hier. Und mit dem Schütz wird quasi der komplette Strom ein- und ausgeschaltet. Mit einer Selbsthalteschaltung vermutlich mal. Da oben drin haben wir den kleinen, süßen kleinen Trafo. Der geht dann hier runter. Und hier unten gehen wir gleich weiter. Hier haben wir eine kleine Platine. Wir kommen hier mit dem Trafo an. Ich meine, da muss ich jetzt nicht viel dazu erklären, denke ich mal. Das kriegen wir hin. Oder wir kommen hier mit dem Trafo mit Wechselspannung an. Hier haben wir 4 Dioden, also einen Brückengleichrichter. Einen schönen dicken Elko. Und hier einen LM irgendwas, der dann die Spannung runterregelt. Hier nochmal ein kleiner Elko, hier nochmal ein LDO hier hinten. Für eine andere Spannung. Eine ganze Horde Pottes. Und was haben wir drauf? Erstaunlicherweise, wer hätte es gedacht? Ich definitiv nicht. Wir haben hier einen Atmega 16A drauf. Und der übernimmt hier unsere Steuerung. Das finde ich schon mal sehr, sehr putzig. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben hier jeweils die 5 Heizstufen, die er drin hat, die er hier ansteuert. Hier vermutlich irgendwelche Kalibrationen. Hier hinten nochmal eine Handvoll kleiner Chips, 27 L2C, vermutlich irgendwelche Operationsverstärkerschaltungen. Gehen wir davon aus, dass wir hier irgendwo mit den Temperatursensoren reinkommen und hier die Ansteuerung irgendwie übernehmen werden. Das gucken wir uns jetzt aber nochmal genauer an, wie er das Ganze macht. Also hier Mikrocontrollerboard, Ansteuerung, Temperaturauswertung, alles von dem Atmega 16 geregelt. Wir haben hier eine Platine mit Tasten und hier die Platine mit dem LED-Display. Ja, und hier oben können wir schon gut erkennen, 1, 2, 3, 4, 5. Hier befinden sich Solid-State-Relais, kann man sehr gut erkennen. Oben Eingang, 3 bis 32 Volt Input und hier unten schaltet er das Solid-State-Voltage-Regulator. Steht hier auch nochmal, er kann sogar die Spannung regulieren scheinbar und nicht nur ein Ausschalten, wie das die primitiven Solid-State-Relais machen. Aber die Leitungen hier oben kommen von unserer Ansteuerplatine von der linken Seite, die hier sind es. Und unten haben wir entsprechend die Heizelemente dran. Hier nochmal in grün 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Das sind, ich zeige es euch mal, das sind Sicherungshalter. Da sind auch Ersatzsicherungen mit drin. 2 Ampere Sicherungen, einfache primitive grüne Schraubhalter, wo die Sicherungen drin sind. Ja, mehr ist da gar nicht drin. Finde ich jetzt erstaunlich. Also ich finde es total genial, dass dann Atmega 16 drin ist und dass das so schön gelöst haben. Einfach Solid State Relais, Atmega 16 dran und fertig. Hier oben haben wir nochmal eine kleine Platine, die kann man erkennen, die betrifft die Motoransteuerung. Man kann ja hier mit diesem Potti einstellen, wie schnell der Motor sich dreht und hier schaltet man den Motor generell ein und aus. Da haben wir hier quasi nochmal ein Solid-State-Relais drauf. Kann man hier erkennen, dass dann die Motordrehzahlregelung übernimmt. Gar nicht mal so spektakulär, wie man erwarten hätte können. Ich wollte eigentlich hier mit dem Bluetooth und Temperatursensor und so mal einen Kurvenverlauf, Temperaturverlauf vom Reflow-Ofen aufnehmen. Habe hier von meiner Lötpaste, so hell, dass man es nicht sehen kann, ungefähr so könnt ihr es erahnen. Ich habe hier von meiner Lötpaste die empfohlene Temperaturlötkurve. Habe den Ofen jetzt zweimal aufgeheizt gehabt. Einfach mal zum Schauen, ob er überhaupt geht. Und beim zweiten Mal aufheizen hat er Kadonk gemacht. Da dachte ich mir so, Kadonk, das klingt nicht so gut. Auf das hin habe ich es einfach mal ignoriert, dieses Kadonk. Und gestern wollte ich den Temperaturverlauf aufnehmen. Und habe hinten im hinteren Bereich irgendwie nur ja, knapp 200 Grad statt den erwarteten 250 gekriegt. Habe dann einfach mal den Deckel aufgemacht, weil ich wollte auch gucken, wo genau die Platine gerade rumläuft und so weiter. Habe dann gesehen, dass sich die Lüfter hier drehen.
diese Umluftteile, und das hier nicht. Wie man auch hören kann, ist nichts mit drin. Habe ich mir das dann mal von unten angeschaut, habe schon eine Schraube aufgemacht und dann dachte ich mir, ach, weißt du was, Hajo, da machst du ein Video drüber, dann haben alle was davon. Und zwar sind hier unten so Lüfter, und dann hat sie mal die Schraube gelöst, und das ist jetzt einfach hier auf diese, sind ja so Infrarotheizstrahler drin, und das ist jetzt einfach runtergerutscht und liegt jetzt flächig auf diesen Infrarotheizstrahlern auf. Die anderen sind noch oben. Bedeutet, wir schrauben hier einfach mal auf und schauen dann, ob wir die Infrarotheizstrahler rauskriegen, und schauen dann, ob ich das Ding wieder angeschraubt kriege oder wie man es festmacht. Ich meine, das hat 300 Grad da drin, also irgendwie gerade Superkleber kann ich nicht nehmen. Aber das sehen wir dann, wenn ich es aufgeschraubt habe. Also, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wir haben hier diese Quarzheizstrahler drin. Ich hoffe, die haben das überlebt. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier rumfuhrwerke, nochmal die Dinger auf jeden Fall entfetten. Das Teil ist einfach runtergerutscht, ja, tatsächlich. Es wird hier vermutlich seitlich irgendwo eine Schraube drin sein, bei dem das, über die das hält oder so. Aber das ist an sich einfach runtergerutscht. Und die Quarzröhren, die sind komplett eingeklebt. Hier sieht man auch sehr schön den Temperatursensor, der direkt da oben die Temperatur misst. Ich meine, ich kann das Ding einfach wieder raufklöppeln und hoffen, dass dann drauf bleibt diesmal. Was aber vermutlich schon sehr optimistisch gedacht ist von mir. Weil man hat hier einfach diesen Wärmeübergang. Und dadurch dehnt sich das Ganze natürlich aus. Und dann könnte es natürlich einfach wieder runterkommen, das ganze Teil. Aber jetzt gucken wir es uns mal an. Es dreht auf jeden Fall wieder frei. Das ist schon mal gut, und jetzt schalten wir mal an und schauen, ob er sich auch, ob der Motor noch läuft und so, oder ob der durchgebrannt ist. Ja, also da haben wir Glück gehabt. Der Motor dreht sich noch. Wenn es nochmal runterfällt, weiß ich, wo gucken. Ich klopfe mal vorsichtig weit genug rein, damit ich nicht die Quarzgläser kaputt mache beim Klopfen, weil da habe ich so ein bisschen Angst bei denen da oben. Ja, ich werde es jetzt nochmal entfetten, werde es dann zusammenschrauben, und dann schauen wir uns den Temperaturverlauf in diesem Video noch an. Das Ganze wieder zugeschraubt. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendeine Standardplatine von mir, diesen LM75 Temperatursensor. Ich muss einfach aufpassen, weil das Ganze ist nicht ganz so lang genug, das Kabel, wie ich es gerne hätte. Ich werde es deswegen ein bisschen montieren und ein bisschen fixieren müssen. Ich habe hier kleine Drahtstücke, und mit denen mache ich jetzt einfach mal hier das Kabel von dem Thermoelement fest, damit das nicht irgendwie an der Platine zieht. Ich vermesse das mit einem Thermoelement. Das Thermoelement habe ich jetzt in dem Pad von der Platine reingesteckt. Also das misst definitiv die Platinentemperatur. So, etzetle. Gut Ding braucht Weile. Ich habe hier an meinem uralten Multimeter habe ich eine Bluetooth-Schnittstelle, mit der werden wir das Ganze am Handy mit der App aufnehmen. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was wir da für einen Temperaturverlauf hinkriegen. Ich heize jetzt erstmal hier auf, weil er braucht ja auch eine gewisse Zeit zum Aufheizen. Ich glaube 20 Minuten oder so, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Und dann schicke ich die Platine durch, und dann schauen wir uns mal den Temperaturverlauf an. Ich habe jetzt hier am Handy eine App laufen, die jetzt die Temperatur mit aufzeichnet von dem Bluetooth-Teil da. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze gleich ausschauen wird. Ja, das war's mit dem Vermessen. Die Temperatur passt ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist okay. Ich habe jetzt die Temperatur hier einen Tick höher stellen müssen. Ich glaube, ich bin jetzt bei 270 Grad oder so, damit ich ungefähr auf die 240,
was ich jetzt mal für gut befinde, komme. An sich, man muss auch ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen, dass man da die passende Geschwindigkeit hinkriegt, aber mit zwei, drei Messungen passt es ganz gut, er hält die Temperatur sehr gut, die Aktivkohleabsaugung obendran ist auch ganz wichtig. Ja, ansonsten bin ich gut zufrieden. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute, dann bis zum nächsten Video. Ciao!